Der Jugendclub Domizil in Bützow eröffnete am 13. April den selbstgebauten Weidendom. Ideengeber Wolfgang Pfannenschmidt plante schon länger diese Umsetzung. Doch den richtigen Ort dafür gab es noch nicht. Eigentlich müsste ich nicht Pfannenschmidt, sondern Weidenschmidt heißen. Ich habe mich den Weiden verschrieben. Das würde jetzt zu weit führen, aber unter anderem bin ich bei der Beschäftigung mit diesem ungewöhnlichen Baum darauf gestoßen, dass man daraus auch lebendige Räume schaffen könnte. Ja, nun selbst basteln, das hätte meine Kräfte überstiegen. Bützow hat einen Bürgerhaushalt und da habe ich mich mit dem Vorschlag eingebracht, ob man nicht hier in Bützow so einen Weidendom errichten könnte. Das ist beim Bürgermeister gut angekommen, aber er hat gesagt, das könne er nicht verantworten, weil er Angst hatte vor Vandalismus. Aber ich habe nicht locker gelassen und habe mich dann hier an den Freizeittreff, an das Jugendzentrum gewandt und habe Frau Dose diesen Vorschlag unterbreitet. Ja, und es hat wunderbar funktioniert. Sie war sehr offen und hat auch zugesagt, die jungen Leute hier für die Umsetzung zu gewinnen. Die Vorbereitungen für die Eröffnung waren im vollen Gange. Die Jugendclubleiterin Anke Dose organisierte die Feier und bezog die Jugendlichen in den Ablauf mit ein. Der fertige Weidendom wurde für die Grillparty bunt geschmückt und eine der Teilnehmerinnen berichtete, wie die Umsetzung des Weidendoms ablief. Also als allererstes kam halt Herr Pfannenschmidt zu uns und der war dann ja natürlich gleich startklar und gut vorbereitet. Und dann waren wir quasi ein kleines Grüppchen zuerst. Wir waren noch nicht so viele Leute, die sich so eingefunden haben. Und dann haben wir erstmal begonnen, quasi einen Kreis zu ziehen und dann hatten wir so Sprühfarbe und haben den Kreis dann quasi angesprüht, damit wir wissen, wo wir nachher graben. Später haben sich dann auch tatsächlich noch ein paar Jungs gefunden, die dann tatkräftig mit unterstützt haben. Und die waren auch sehr fleißig und die haben dann die Spatenstiche gemacht, haben die Erde ausgehoben und dann haben wir Mädels meistens dann die Weide geholt von hinten und schon mal so Äste abgeschnitten, gekürzt und ja, es war also eine gute Gruppenzusammenarbeit. Und dann haben die Jungs sich halt abgewechselt und die nächsten Tage auch sich noch zusammengefunden und weitergemacht. Wie wichtig die Arbeit mit Jugendlichen ist, zeigt dieses Projekt. Und auch der pensionierte Lehrer Wolfgang Pfannenschmidt war begeistert, dass alle mitgeholfen haben. Das war sehr schön. Also ich war erstaunt, wie intensiv sich die jungen Leute da eingebracht haben. Ne? Also zum Beispiel, die Weiden müssen ja auch eingegraben werden und der Untergrund ist nicht so sehr spatenfreundlich. Naja, und jedenfalls auch vor dem Hintergrund, dass in unmittelbarer Umgebung des Jugendtreffs Kopfweiden geschnitten worden sind, war das Baumaterial kostengünstig zu erwerben. Und dann ging es los und dann haben wir in zwei Arbeitseinsätzen das erstellt, was jetzt hier steht. So, und mit Frau Dose habe ich gesagt, es ist ja noch nicht fertig, jetzt muss die Natur helfen. Aber eine Art, sagen wir mal, Rohbau ist ja entstanden. Ne? Und ja, und dann, ich sag, wäre es eigentlich schön, wenn wir die jungen Leute auch dafür mal belohnen könnten. Ne? Und da kam von Frau Dose die Idee, wir machen so ein Eröffnungsfest. So, und das soll heute über die Bühne gehen. Die Jugendlichen ließen den Tag beim gemeinsamen Grillen ausklingen und nutzten die Zeit für gemeinsame Gespräche. Das Domizil ist eine beliebte Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche geworden und hat sich mit einem breit gefächerten Angebot in Bützow etabliert. Also einmal in der Woche wird gekocht. Wir fahren auch mal weg, so auf Karls Erdbeerhof, zum Strand. Wir machen einmal im Jahr, also jetzt tatsächlich nach Corona, endlich mal wieder eine Jugendfahrt, wo wir ins Elbsandsteingebirge fahren mit einer Gruppe und dort wandern gehen und klettern. Das ist auch immer so ein Highlight. Und ansonsten, es sind ganz viele Angebote. Mal was Kreatives, da bin ich eigentlich immer mit dabei. Ich habe auch selber schon mal ein paar Angebote geleitet, so. Also sowas wie Korbflechten kam dann so von mir. Oder
Ja, jetzt haben wir gerade zusammen gehäkelt mal wieder. Ja, es sind immer so Phasen. Sonst spielen wir gerne Spiele zusammen oder Daten. Also es gibt halt ganz viele Möglichkeiten und dann wechselt sich das immer so ein bisschen ab, gerade worauf wir so Lust haben. Zurzeit ist Puzzeln so ein Ding irgendwie. Also ganz unterschiedlich, aber sehr, sehr viel Abwechslung. Auch der Außenbereich schafft mit der Skateanlage und dem Volleyballfeld eine schöne Auswahl, die gerne genutzt wird. Willkommen sind junge Menschen im Alter von 14 bis 26 Jahren.